Ich breche die Zelte ab, hat er gesagt, weil ich so nicht leben kann. Dann ist er den Winden gefolgt. Ich finde das mutig, doch wundere ich mich auch ein wenig. Welche Zelte bricht er ab? Alle? Und was bedeutet das, er bricht sie ab? Bricht er sie ab, wie man ungeduldig den Virenscan am Computer abbricht oder wie man ein Stück Schokolade abbricht, um es zu essen? Wenn ja, was bringt ihm das? Was stellt er bitte mit einem zerstückelten Zelt an? Wenn er es aber fachmännisch abbricht, nach allen Regeln des Zeltabbrechens, um es zusammenzunehmen, einzupacken und zu schultern, dann frage ich mich, wie er dafür Kraft aufbringen kann, nicht aber zum Leben. Ich mache mir auch Sorgen um ihn. Weiß er denn, dass seine Zelte auch am Ende der Welt dieselben sein werden? Weiß er, dass die Winde auch am anderen Ende der Welt wehen und ist er davor gefeit, von ihnen fortgejagt zu werden? Wenn er seine Zelte doch mal ungeduldig abbricht, weil er geduldig nicht mehr leben kann, wo wird er schlafen? Wird er frieren? Zelte, würde er erwidern, sind manchmal nichts als Metaphern. Und dann würde er tanzen mit den bitterkalten Winden und frieren, aber tanzen. Und vielleicht würde ich dann auch meine Zelte abbrechen.